Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Plants vs. Zombies. Und ich würde mal sagen, wir machen weiter mit Survival. Ich würde sagen, heute machen wir Survival Night. So. Dann nehmen wir natürlich die drei Pilze hier mit. Den hier auch. Dann. Die Frosterbse. Was können wir doch mitnehmen? Vielleicht. Ja, die Cherry Bomb, die könnten wir gebrauchen. Und. So bin ich mir jetzt eigentlich gar nicht sicher. Es ist halt ein bisschen blöd, weil es gibt halt für die Sonnenpilze gar kein Upgrade. Aber ja. Zwei Slots haben wir noch frei. Also könnten wir vielleicht noch die Walnüsse mitnehmen. Und ja, die Kartoffelmine, okay. Obwohl, nee, eigentlich brauchen wir die nicht, weil die Pilze hier sind ja eh kostenlos. Nehmen wir den Matschkürbis mit. So, dann gehen wir mal hier vorne hin. Vielleicht hätte ich noch den rechten kaufen sollen. Aber ist ja eigentlich nicht so wichtig. Okay, der erste kommt hier. Okay, der ist auf jeden Fall tot. Und da oben kommt schon der nächste. Ich würde sagen, mit denen warten wir noch ein bisschen. Dann können wir erstmal so ein bisschen die Sonnenpilze aufbauen. Oh nein, oh, ich habe gedacht, der kommt durch. Aber er hat es zum Glück noch geschafft. So, nächster Sonnenpilz. Und wir sind noch gleich mit der zweiten Reihe fertig. Boah, der ist auch nicht durchgekommen zum Glück. Oh nein, da brauchen wir schon so einen. Okay, dann geben wir hier schon mal so einen hin. Oh, da kommt der nächste von denen. Okay, ein Diamant. Okay. Ist auf jeden Fall sehr gut. Oh, da kommen direkt zwei Pylon-Zombies. Oh nein. So, hier unten nehmen wir noch so einen großen hin. Jetzt kommt schon mal die erste Welle. Oh nee. Scheiße. So, das machen wir so. Und hier gehen wir in den Matschkürbis hin. Okay, ich würde auch sagen, die kleinen Pilze ersetzen wir dann durch die großen. Okay, der sollte eigentlich doch sterben, oder? Komm schon, bitte. Ja, sehr gut. Okay, da kommt schon ein Disco-Zombie und noch ein Stab-Hochsprung-Zombie. Aber das Ding ist ja, wo sollen wir jetzt die Frosterbsen hingeben?
Ich würde sagen, die eine Reihe mit den großen Pilzen geben wir einfach weg. Und da geben wir dann einfach die Forsterbsen hin. Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. So, dann nehmen wir die auch mit. Die Cherry Bomb und den Matschkürbis. Und ja, dann noch die Walnuss. Und was brauchen wir noch? Ah, stimmt, den hier. So. Hier gehen wir den nächsten hin. Komm schon bitte, wir brauchen mehr Sonnen. Oh nein, da kommt schon der Disco-Zombie. Oh, jetzt bräuchte ich eine Cherry-Bomb. Komm schon bitte, mehr Sonnen. Aber die schaffen das, glaube ich, eh. Okay, der ist tot. Okay, der hier sollte eigentlich auch ziemlich schnell sterben. Er hat auf jeden Fall schon den einen Arm verloren und jetzt auch noch den Kopf. Oder Grabfresser wäre halt jetzt nicht schlecht. Und da kommt der nächste Disco-Zombie. Weil hier ist mir halt, hier, da sind mir halt manchmal die Gräber im Weg. Okay, es kommt schon die zweite Welle. Oh nein! Ach du Scheiße. Okay, fressen den auf jeden Fall weg. Und die sind tot. Oh nein, hier unten. Scheiße. Okay, die Welle haben wir auch geschafft. Okay, jetzt kommt schon hier so ein Tür-Zombie und ein Eimer-Zombie. Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen wieder die drei Pilze hier mit. Ich würde sagen, den lassen wir jetzt erstmal hier, oder? Ja, ist egal, wir nehmen auf jeden Fall den Grabfresser hier mal mit. Dann die Cherry Bomb und den Matschkürbis. Und jetzt haben wir noch zwei Slots frei. Wir brauchen auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, die Walnuss. Ja, die war eigentlich nicht schlecht. Und was können wir noch mitnehmen? Eigentlich wäre der Stachelkraut nicht schlecht. Ah, ich weiß nicht, soll ich die Walnuss einfach da lassen? Ja, egal, wir nehmen das Stachelkraut noch mit. So, dann können wir die ganzen Gräber mal entfernen, damit wir da mehr Platz haben. Sehr gut, das eine Grab ist schon weg. Und hier vorne geben wir dann das Stachelkraut hin, damit die da auch noch mal ein bisschen Schaden bekommen. Eine goldene Münze und eine silberne Münze. So, aber warte, wir müssen hier noch das Grab entfernen. So.
Aber ich glaube mal, unsere Verteidigung ist eigentlich schon ganz gut. So, das Grab gehen wir auch weg. Ich würde sagen, wir machen hier aber auch noch eine Reihe, oder? Kann ja auf jeden Fall nicht schaden. Okay, ein Geschenk, sehr gut. Eine neue Pflanze für den Zen-Garten. Ja, warte, wir müssen das Grab noch entfernen, aber na, wir warten noch kurz, bis die Zombies tot sind. So, jetzt machen wir es. Eine goldene Münze, danke. Und jetzt kommt noch die letzte Welle. Hier geben wir nochmal Stachelkraut hin. Oh Mann, jetzt kommt da noch ein Grab. Alter, nein. Boah, die Cherry Bomb war jetzt auf jeden Fall sehr gut. Boah, ich wollte da das Stachelkraut platzieren und auf einmal kommt ein Grab raus. Ja, Mann. Na egal, wir machen es einfach in der nächsten Runde. So. Also bis jetzt passt eigentlich alles. Oh ne, jetzt kommt doch ein Football-Zombie. Wir könnten eigentlich die da hinten durch Dublinatoren ersetzen. Das ist eigentlich auch, glaube ich, eine ganz gute Idee. So. Dann, ja, das Stachelkraut haben wir schon, die Cherry Bomb und, okay, die Walnuss haben wir auch schon. Und was sollen wir jetzt noch mitnehmen? Den Matschkürbis, ja, okay. Oh nein, ich Idiot, jetzt haben wir nicht den Grabfresser mitgenommen. Oh Mann. Also das habe ich jetzt komplett vergessen. Aber ist eigentlich, glaube ich, nicht so schlimm. So, die Reihe machen wir jetzt voll mit Dublinatoren. Oh ne, da kommt schon ein Football-Zombie. Wir geben einfach mal einen Matschkürbis hin. Okay, wir geben hier auf jeden Fall noch eine Walnuss hin. Da unten ist der nächste Football-Zombie. So, warte mal. Cherry Bomb. Und er ist tot. Und da oben kommt schon wieder der nächste. Hab jetzt ja zum Glück noch eine Walnuss. Raumschiff wird noch den einen Dublinator dorthin setzen. Oh nein. Alter, jetzt kommen noch alle durch. Oh komm schon. Boah, okay, die haben es aber noch geschafft. So, jetzt haben wir 4 Flaggen geschafft. Und jetzt ist noch die letzte Welle. Also, das ist jetzt dann die letzte Runde und dann haben wir es geschafft. Okay. Ja, den Dublinator und die Frosterbse brauchen wir jetzt eigentlich nicht.
Ja, okay. Das Stachelkraut. Warte, obwohl, lohnt sich das jetzt noch? Na egal, wir nehmen es einfach mal mit. Dann die Walnuss, den Grabfresser, die drei Pilze hier. Und einen Slot haben wir noch frei. Was sollen wir mitnehmen? Die Cherry Bomb oder den Matschkürbis? Ich würde sagen, wir nehmen lieber die Cherry Bomb mit. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Obwohl, ich glaube, die Sonnenpilze hätten wir jetzt eigentlich nicht unbedingt gebraucht. Aber ist ja egal, zur Sicherheit kann man es ja mitnehmen. Oh, da kommt halt da unten ein Zombie. Komm schon. Ja, sehr gut. Das Grab ist auch weg. Und er springt dann natürlich drüber. Wir sind eigentlich hier gleich am Ende. Ja, der könnte eigentlich. Ah, okay, der ist gestorben. So, jetzt kommt noch die letzte Welle und dann haben wir das Level auch geschafft. Boah, der ist einer aus dem Grab gekommen. Ist mir gerade gar nicht aufgefallen. So, jetzt ist er wieder am Pilz. Und wir haben die Trophäe erhalten. So, jetzt haben wir Survival Day Hard freigeschaltet. Also jetzt haben wir das schwere Taglevel von Überleben halt freigeschaltet. Ja. Ah, hier ist ja die Pflanze, die wir bekommen haben. Die geben wir erstmal, warte mal, hier hin. Wir haben nicht mal 10.000 Dollar. Und hier gibt es noch so viele Sachen, die wir uns kaufen können. Hier 30.000 und hier 10.000. Das ist halt irgendwie alles so mega teuer. 20.000, der neunte Slot, das ist doch mega teuer einfach nur. Okay, den Rechen holen wir uns auf jeden Fall. Hier das Maiskatapult kostet auch 20.000, das hier 10.000 und das 3.000. Aber ich glaube, das lohnt sich eigentlich eh nicht so sehr. Hier der Imitator, 30.000. Aber ich würde sagen, wir könnten uns dann eigentlich das Eis-Upgrade holen, weil das lohnt sich halt schon sehr. Nochmal gießen. Okay, bei den Minispielen fehlen uns jetzt noch 4 Level. Ja, Puzzle, da haben wir alles fertig. Und Survival, da fehlen uns jetzt auch noch die paar Level. Also hier noch 2, dann 4, 6, 8. Aber das letzte ist ja endlos, also eigentlich noch 7. Und ja. Okay Leute, ich würde jetzt aber auch erstmal sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.